Kuno! Bruno! Bring mir den Sack mit dem Schießpulver und du hol eine Fackel aus dem Durchgang. Ja, wir wollen dem Brautpaar eine Überraschung bereiten. Durch den Kanonendonner soll das ganze Land von der Hochzeit des Burgherrn erfahren. Nichts wird nach diesem Tag so sein wie vorher. Hab Vorsicht! Komm! Ich habe euch bereits erklärt, worauf ihr bei meiner Erfindung achten müsst. Auf keinen Fall dürft ihr hier diese Fackel an diese Öffnung halten. Wenn die Kanone einmal mit Schießpulver gefüllt ist, gibt es eine gewaltige Explosion. Und den Knalleffekt, den sparen wir uns für die Hochzeit auf. Und die Kugel nicht vergessen. Hallo Teufel! Au. Die Kugel würde alles zerstören. Deshalb darf außer dem Pulver nichts in der Kanone sein. Oder willst du vielleicht jemand umbringen? Natürlich nicht, edler Nebukator. Nun denn, ich muss meiner geliebten Friederike beistehen. Ihr beide bleibt auf jeden Fall bei der Kanone und dem Schießpulver. Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn jemand Fremder diese wunderbar schreckliche Waffe in seine Hände bekäme. Töpfe! Das Zauberpulver heißt Schießpulver und das Rohr heißt eine Krone. Au, ja! Und das Schießpulver muss in die Nakrone. Au, au ja! Hey, wir sollen doch aufpassen. Es genügt, wenn du aufpasst. Mit Pulver kann ich nichts anfangen, da bekomme ich immer nur Durst. Ich schütte kein Pulver da, sondern ein gutes Bier hier hinein. Es ist doch immer dasselbe. Kanone, Schießpulver. Ich habe auch Durst. Verrückt, das ist doch gefährlich.
Was ist denn los? Wo bist du gewesen? Diese beiden Zwergen haben an der Kanone rumgemacht. Eine Wespe ist ins Wams gekrochen und hat mich überall ganz zerstochen. Und warum stinkst du dann so nach Bier? Ja, ich hab's ja säuft. Aua! Finger weg von diesem Zauberpulver! Genau. Wenn man nämlich das da hineintut und dann auch diese Fackel hier nimmt und das Feuer da an diese Öffnung hält. Noch ist ja nichts passiert. Aber wenn da das teuflische Pulver vom NEBUKATOR drinnen wäre. Ob Schießpulver oder nicht. Am besten ist, wir drehen die Kanone weg von der Burg. Dann kann sicher nichts passieren. Also wie gesagt, gefährlich wird es erst, wenn man das da dran hält.